ihr Bärtiger, ihr Hochsichtiger, lässt man in einer Dame Schlafzimmer seinen Degen herumliegen, hat er keine besseren Gepflogenheiten. Wenn ihr zu dumm ist, wie ich mich benehme, wenn ihr abgeht, dass ich kein Geübter in solchen Sachen bin, dann weiß ich überhaupt nicht, was sie an mir hat. Philosophier ihr nicht, Herrscher Hans, und komm ihr her. Jetzt wird gefrühstückt, jeder ist Jetzt geht's, es ist der Fehler schön, wenn es ein Fremder wäre, so wäre er.
und rühr dich nicht. Wenn er mich dort erwischt, was wird aus dir, Paris? Verstecken sich, mein Schatz, mit Ohren still. Was will dich sehen, ob einer sich dort hinübertraut, wenn ich hier steh? Ich bin kein napolitanischer General. Wo ich steh, steh ich. Lakaien wollen ihn nicht hereinlassen, sagen, dass ich schlaf. Sehr brave Kerl. Die Stimme, das ist ja gar nicht die Stimme vom Feldmarschall. Herr Baron? Sie sagen Herr Baron zu ihm, das ist ein Fremder. Es ist ein Besuch. Fahre schnell in seine Kleider, aber bleibe ihr versteckt, dass die Lakaien ihn nicht sehen. Die blöde große Stimme müsste ich doch kennen. Wer ist denn das, Herrgott? Das ist ja der Ochs, es ist mein Vetter, der Lerchenau. Der Ochs aus Lerchenau, was will denn der? Jesus Maria! Der Brief, wir sind im Wagen gesessen und einen Brief haben sie mir an den Wagenschlag gebracht. Das war der Brief vom Ochs und ich habe keine Ahnung, was drin gestanden ist. Daran ist er allein schuldig. Wie liegt euer Knaben in der Galerie zu warten? Wohl seine Manieren gelernt, der Baron Lerchenau an dich schampriert nicht. Was treibt er denn? Wo steckt er denn? Befehl, fürstlich Gnaden, ich bin heut noch nicht recht lang im fürstlich Dienst. Du Schatz, und nicht einmal mehr als ein Busse kann ich dir geben. Bring mir gar nicht her, ein derer Vetter. Machen, dass er hinauskommt, schliefer frech durch die Lakaien durch, er ist ein blitzgescheiter Lump. Und komm er wieder, Schatz, aber in Mannschaften ohne die vordere Tür, wenn sie befehlen. Selbstverständlich empfängt mich ihr Gnaden. Pardon, mein hübsches Kind. Ich sag pardon, mein hübsches Kind. Ihr habt mir doch nicht ernstlich wehgetan. Ihre fürstliche Gnade. Sieht er jetzt wohl, dass ihre Gnade entzückt ist, mich zu sehen. Und wir sollten euer Gnaden nicht, was für die frühe Stunde und der Person in von Stand, habe ich nicht seinerzeit wahrhaftig Tag für Tag unser Fürstin Brioche meine Aufforderung gemacht, dass im Bad gesessen ist, mit nix als eine kleine Wandschirm zwischen ihr und mir. Ich muss mich wundern, von der Gnaden die Vrede. Verzeihen Sie, man hat sich betrogen, wer es befohlen. Ich hatte diesen Morgen die Migräne. Ein hübsches Ding, ein gutes, sauberes Kind. Ich bin auch jetzt noch nicht ganz wohl. Der Vetter wird darum vielleicht die Gnade haben. Natürlich. Meine Kammerzofe, ein junges Ding vom Lande. Ich muss fürchten, sie inkommodiert euer Leben. Ganz allerliebst. Wie? Nicht im geringsten. Mich? Im Gegenteil. Euer Gnaden werde vielleicht verbringen.
wundert sein, dass ihr's Bräutigam indes ist es... Als Bräutigam? Ja, euer Gnaden, denn doch aus meinem Brief genug sein. Natürlich! Ich raff, ja, appetitlich, keine 15. Ich hab den Namen auf der Zunge. Wie die? Pudeljung, gesund, gewaschen, allerliebst. Ihr Licht ist für die Tod. Das Fräulein Faninal. Hab euer Gnaden den Namen nicht verheimlicht. Natürlich, wo hab ich meinen Kopf? Bloß die Familie, sind's keine Hiesige? Jawohl, euer Gnaden, es sind Hiesige. Nein, durch die Gnaden ihrer Majestät geadelt die Lieferung für die Armee, die in den Niederlanden steht. Ich seh, euer Gnade, Händler, und so deren schöne Stirn ob der Messalliance. Allein, das ist zu sagen, das Mädel ist für einen Engel hübsch genug. Komm frisch, wir sind aus dem Kloster, ist das einzige Kind, dem Mann gehören 12 Häuser auf der Wieten, nebst dem Palermhof, und seine Gesundheit soll nicht die beste mein sein. Mein lieber Vetter, ich kapier schon, wie viel's geschlagen hat. Und mit Verlaub fürs ihr Gnaden, ich denke mir, gut's adeliges Blut gelungen im Leib zu haben, für uns mal, man bleibt doch schließlich, was man ist, Korpot im Backo. Den Vortritt, wo er ihr Gebiet wird man der Frau Gemahlin noch zu verschaffen wissen. Und was die Kinder anlangt, wenn sie den in den goldenen Schlüssel nicht konzertieren werden, wappel, sie werden sich mit den 12 eisernen Schlüsseln zu den 12 Häusern auf der Wiedenzunge trösten wissen. Gewiss, oh sicherlich dem Vetter seine Kinder, dem werden keine Don Quixoten. Warum in das die Schokolade, grün nur da, pst, pst. Wieso denn? Wenn ich euer Gnaden gestehe, dass ich so gut wie Nichter bin. Marianne, komm sie her, servier sie seiner Liebe. So gut wie Nichtern, euer Gnaden. Sitz im Reisewagen, seit 5 Uhr früh. Durch ein gestelltes Ding bleibt sie hier, mein Herz. Ich hab ihr was zu sagen. Meine ganze Livree, Stallpagen, Neger, alles. Alles unten, ich hoffe zusammen, meinen Almosenier. Hat sie noch ein Biskotter? Bleib sie doch, sie ist ein süßer, enger Schatz, ein sauberer. Sind auf dem Wege zum weißen Ross zum Mobilogieren. Heißt bis übermorgen, ich geb was Schönes drum mit ihr. Bis übermorgen, und auf ihr Augen zu scharmazieren wie. Dort ziehen wir ins Palais von Faninal. Natürlich muss ich verheerte Bräutigams aufführen. Will sie denn nicht worden? An die wohlgeborene Jungfer Braut deputieren, die die Silberrose überbringt. Nach der hochadelige Geflogenheit. Wen von der Verwandtschaft haben euer Liebden für dieses Ehrenamt ausersehen? Die Begierde darüber, euer Gnadenratschlag einzuholen, hat es kühn gemacht. In Reisekleidung bei der heutigen Levee. Von mir? Gemäß brieflich in aller Devotion getaner Bitte. Ich bin doch nicht so unglücklich, wie diese Boten sind zum Glück der Missfallen. Wie denn? Natürlich einen Aufführer. Sie können aus mir machen, was sie wollte. Aus der Verwandtschaft. Sie hat das Zeit dazu. Den Vetter Preising, wie den Vetter Lambert, ich würde... Dich liegt in euer Gnaden aller schönsten Händen. Ganz gut, will er mit mir zu Abend essen, Vetter? Sagen wir morgen, will ihr, dann proponiere ich meine. Euer Gnaden sind die Herablassung selber. Indes? Dass er mir wiederkommt, ich gehe nicht eher fort. Oh, wenn sie noch da, kann ich den Vetter für jetzt noch dienlich sein. Ich schäme mich bereits, an euer Gnaden Notar eine Rekommendation wäre mir lieb. Es handelt sich um den Ehevertrag. Mein Notari kommt öfters des Morgens. Schau sie doch, Marianne, ob nicht in der Antichambre ist. Und warte! Wozu das kann man so viel? Euer Gnaden braucht sich der Bedienung von meinetwegen. Lass er doch, Vetter, sie wird ruhig gehen. Das gibt nicht zu, bleib sie hier zu ihrer Gnaden. Bring es doch, dass wir von ihr die Frehe rein. Ich ließe solches Goldkind meiner Seele nicht. Das infame kein Volk. Euer Leben sind dazu besorgt. Da hab ich nicht gesagt, er wird euer Gnaden zu mögen haben. Hab ich meinen Notari in der Vorkammer warten.
fürstige Gnaden haben die Notari, dann den Verwalter, dann den Buchelchef, dann von Exzellenz Silva hergeschickt, ein Sänger mit einem Flötisten. Ansonsten das gewöhnliche Bagage. Hat sich schon einmal mit einem Kavalieren tête-à-tête zu Abend gegessen? Nein, da wird sie auch machen, wie sie. Ich weiß halt nicht, ob ich das darf. Warten lassen! Der Vetter ist, ich sehe es, kein Kostverächter. Mit euer Gnaden ist man frei daran, da gibt's keine Flausen und keine Etikette und keine spanische Tuerei. Aber wo doch ein Bräutigam ist. Ach, das ist doch ein Mensch als mir, er bin ich ja nicht. Ihr guter Hund auf einer guten Pferde und doppelscharf auf jedes Wild, noch links, noch rechts. Ich sehe Lieden mit Reis als Profession. Das will ich meinen, wüsste nicht, wie ich mir besser behaken könnte. Ich muss euer Gnaden sehr bedauern, dass euer Gnaden nur Mittel gehen mir aus, die verteidigenden Erfahrungen besitze. Brüller, es geht nicht über dich. Anderen Seiten. Ich glaube, dass diese Male faltig sind. So will sein, dass Joa so viel Stunden der Docker ist keine. Keine. Und ich. Und ich. Und ich in der Kubino ein Geschenk gelobt zu lesen wär. Doch ist man kein Auerhahn und kein Hirsch, sondern ist man Herr der Schimpf. Dass wenn ihr nach dem Kalender versiert, ist halt so Gnaden. Der Mai ist nicht lieb fürs verliebte Geschäft, das weiß ja das Kind. Aber ich sage, schönes Juni, Juli, August, da hat's Nächte. Da ist bei uns da droben schwer Zuzug von jungen Mädchen, das sind Böhmchen herüber. Ihre zwei, drei, halte ich oft bis im November mir im Haus, dann schicke ich sie heim. Zur Ernte kommen sie. Sonst sind anständig und gut. Dann schicke ich sie heim und wies das mich, das junge, runde böhmische Volk schwer und süß. Mit denen wollt und denen stolz im deutschen Schlag, scharf und her wie Retzerwein, wie sich das Mischen tut. Und überall steht was und lauert und schied und den Gattern und schnarcht zueinander und liegt beieinander. Überall singt was und schupft sich in den Hüften und mäht was und planscht und blättert was im Bach und in den Pferden schwimmt. Und ihre Seele, da wieder her. All ich könnte sein, die Juppila selig in tausend Gestalten, der verwende für jede. Wie auf den Stier, so grob will er sein. Oder möchte die Wolken spielen, und der Herr aus Eisen kommen, als ein Zweifel nasse Luft. Je nachdem, und je nachdem, das Frauenzimmer hat gar vielerlei Orten, wie es will genommen sein, da ist die demütige Magd, und da die trotzige Teufelskreatur haut die schwere Stalltür an den Schädel. Und da ist die kichernd und schluchzend den Kopf verliert. Die hab ich gern. Und jener wieder, die sitzt im Auge erkalter, rennt der Satan. Aber es kommt eine Stunde, da flackert dieses lauernde Auge. Und der Satan, in dem er stäbe den Blick dazwischen schießt, der wird's mit dem Mahlzeit. Unvergleichlich. Ihr selber ist einer, meiner selbst. Und der eine hat die Gnad, die keiner anschaut. Im schmutzigen Kittel schlumpft sie her, hockt in der Asche hinterm Herd. Die, wo du sie angehst zum richtigen Ständel, die hat's in sich. Ein solches Staunen gar nicht begreifen können. Und auch
schon komm, und auf die Letzo eine rasende Seligkeit, dass ich der Herr, der gnädige Herr, herabgelassen gar zu ihrer Niedrigkeit. Ihr weiß mir, dass es auch wird sie. Die Bäume schlichen sein, sanft wie der Wind, das frisch gemähte Heu beschleicht. Und welche, doch gilt's, wie ein Luchs hinterm Rücken heran, und den Mehlstuhl gepackt, dass sie taumelt und hinschlägt. Muss heut erholen. In der Nähe dabei sein. Nein, ihr agiert mir gar zu gut. Lasse mir doch das Weiß Kind. Weiß mich nicht, so steckt mich nicht. Doch, 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 meine künfte Frau Gemahlin, mit ihr noch. Hey, meine Kleine da, was solltet ihr? Ihr Fräulein Braut wird schon versehen sein und nicht anstehen auf euer Leben aus. Das ist ein feines Sieg, mein Galott. Da ist ein Tropf, Blut ist Blut dabei. Euer Leben haben ein scharfes Auge. Geziemt sich findende Ort und erst Personen von Stand in solcher Weise von adeligem Blut bedienet wird. Führe selbst ein Kind meiner Laune mit ein ihr. Der ein Mädel, das will ich nicht hoffen. Nein, einen Sohn, ein Sohn. Der durch die Präge im Gesicht und das Leppleckein. Ach, nein, 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 dass ich die sieben Rosen auf den Händen übergeben wird, ihre Seite sehr aufbringt. Soll mich recht frei, aber warte, nein, gib mir eure Gnaden, das so von ihr lasst nicht locker. Ei, geh sie nur und bringst das Gedanke her. Da ist gewacht. Bring so schnell, ich weiß schon, was ich tue. Könnt eine lange Fürstin sein. Vor meiner Braune und Reue, so wie meine Stammbart, zu verlieren. Nebst einer Locke vom Ahnherrn Lechenau, der ein großer Klosterstifter war und Oberst im Landhofmeister in Kern und in der windischen Mark. Wollen euer Gnaden leicht den jungen Herrn noch als Bräutigams Aufführer haben? Geschaut und einverstanden. Mein junger Vetter, der Graf Octavia, wüsste keinen Vornehmeren zu wünschen, wäre in Devotion dem jungen Herrn sehr verbunden. Seh er ihn an! Die Ähnlichkeit, ja, ja, wie aus dem Gesicht geschnitten, hat mir auch schon Gedanken gemacht. Ruff, es ist ein Verwesen, sei verwirrt. Und wer sind meine domestiken Tier? Darum halt ich's ja auch wie was Besonderes. Geziemt sich immer um meine Person. Sehr. Jetzt aber geh sie mal rein. Und lass ihn ja die Schuhe herein. Mein schönstes Kind. Gib sein Abgeben. Sie gibt noch einen Augenblick auf Jens. Auf
Vögel hab ich da aus Afrika. Ihr Vater ist jung auf den Felden der Ehre gefallen. Ihm dieses nachzutun ist unser Herzensziel. Seid auf das dicke Glatte, alles ihr geheim geschrieben, nur für Obersinnlichkeit ihres Satzes seid um eine Leichnam in der Kammer von einem gräflichen Palais, eine Bürgersfrau mit der Mann vergiftet, denn hier war dieser Nacht um 3 Uhr. Lasse mich mit dem Tragen! Die Glatte tut die kleine Vertraulichkeit aus die große Welt! Ich will nichts wissen, lasse mich mit dem Tragen in Ruhe, Glück und Segen aller. Euren Gnaden wollen sie ein gegraben Schimmer haben, ihr in unserem Herzen drin. Verstanden, Herr Notar, Herr Schloss und Herr Schaff Donnersdorf, an mich zurück von Losten frei und ungemindert ein Privilegien, so wie mein Vater selig sie besessen hat. Gestatten, hochfreiherrliche Gnaden, die submisseste Belehrung, dass eine Morgengabe wohl vom Gatten an die Gattin, nicht aber von der Gattin an den Gatten.
bestellet und stipuliert zu werden fähig ist. Das mag wohl sein. Das ist so. Aber im besonderen Fall. Die Formen und die Präskriptionen kennen keinen Unterschied. Haben ihn aber zu kennen, wenn eine so adrige Blume des blühenden Spross sich herablässt, die Bebe nur eine Suche des Bürgerlichen. Beim Selbstfandinal bin ich verstanden, auch der Depressor zu machen vor Gott und der Welt und sozusagen angesichts kaiserlicher Majestät, da wird Corbore Bacca von morgen Gabe als geziemendem Geschenk dankbare Devotion für die hingab so im Blute sehr wohl die Rede sein. Separativ. Das ist ein schwedischer Pedant. Als Morgengabe will ich das bitten. Das einen wohlverklausulierten Teil der Mitgift. Als Morgengabe geht das schon nicht in seinen Schädel. Sei klug, es war voll. Jetzt sieht auf sie, kann man nicht die Rippe sorgen. Sei es sie, kann ihr Gnade. Wir sitzt da. Darf ich das Gegenstück zu der sauberen Kammerzofe präsentieren? Die Ähnlichkeit soll hörig, unverkennbar sein. Leopold, das Futterroll. Und da ist nun die silberne Rose. Haben die Gnade und stellen's dorthin. Vielleicht das Zufall soll's übernehmen, ruft man ihr. Deine Genosse nur, die hat jetzt keine Zeit. Doch sei er sicher, den groben Octavian bitt ich ihm auf. Er wird mir zu lieb schon tun. Und als euer lieben Kavalier sag ich ihm Adieu, man retiriert sich jetzt.
jetzt von hier. Ich werd jetzt in die Kirchen gehen. Euer Gnaden haben heut durch unversiegte Huld mich tiefst beschämt. Geht er hin, der aufgeblasene, schlechte Kerl. Und grieb das hübsche, junge Ding und einen Pinkel dazu. Es müsst so sein. Und bildet sich noch ein, dass er es ist, der sich was verbietet.
Und der Vetter aus Bescheid, sei er nur nicht, wie alle Männer.
über kurz oder lang. Bin ich mir halt gewartet, dass sie das Wort so kriegt und mit Zeit im Grunde kriege. Die Zeit, die Länder doch nichts an den Sachen. Die Zeit, die ist sich auch vor ihr
Ich weiß,
gesessen. Reitknecht hat gewartet. Reichbeintorf sind aufgesessen. Warum die Ecken, wie der Wind. Um die Ecken, wie der Wind. Wie der Wind. Warum die Ecken, wie der Wind. Wir haben geschrien. Warum sonst? Die Ecken, wie der Wind. Es ist gut, geh nur wieder. Denn Mohammed, das da drauf, weißt ja nicht wohin. Zum braven Octavia gib's ab und sag, darin ist die silberne Rose. Ausgefahren sein, bevor der silberne Rosenkavalier vorfahrt. In Gottes Namen! Wer nicht geziemend, dass vor der Tür sie sich begegneten. Wenn ich wiederkomm, so führ ich einen Herzogen, die Geld bei der Hand. Nein, und nicht meinen Herrn von mir.
dieser feierlichen Stunde der Prüfung, da du mich, o mein Schöpfer, über mein Verdienst erhöhen und in den heiligen Ehestand führen. Jetzt steckt ihr ein, der Xaver und der andere springen hinten auf. Sprich dir in die Mut, mein Herz in dir. Ich danke schenken, Jesus, alle Menschen, alle Fenster sind voll. Dein Mut in mir zerwecken, muss ich mich demütigen. Die halbe Stadt ist auf die Füße. Demütigen und recht bedenken, die Sünde, die Schuld, die Niedrigkeit, die Verlassenheit aus dem Zerrüst. Ein von den Balkonern, ein alter Mann sitzt oben auf der Laterne. Die Mutter ist tot und ich bin ganz allein. Für mich selber steh ich ein, aber die ist ein heiliger Staat. Er kommt, er kommt. Die zwei Russen, die erste ist verspännisch, die ist leer, in der zweiten zehnspännigen sitzt der Server. Der Rosit aber nie, ich will mich nicht als meines neuen Standes überheben, mich überheben. Was rufen denn die Namen vom Rosenthalin und alle Namen von deiner neuen fürstlichen Verwandtschaft ruft's aus. Jetzt rangieren sich die Bedenken, die Lakaien rückwärts an, werden sie mein Bräutigam sein Namen auf sie ausrufen, wenn er abgefahren kommt. Die Reise nicht mehr auf, ist nicht mehr.
kenne ihn schon recht wohl, mon Cousin. Sie kennt mich, ma Cousine. Ja, aus dem Buch, wo die Stammbäume drin sind, die Ehrenspiegel Österreichs. Das nehm ich immer abends mit ins Bett und such mir meine Zukunft gräflich und fürstlich Verwandtschaft drin zusammen. Tut sie das, ma Cousine? Ich weiß, wie alt euer Leben sind, 17 Jahre und 2 Monate. Ich weiß all ihre Taufnamen. Octavian, Maria Ehrenreich, Bonaventura, verlobt hier sind. So gut weiß ich sie selber nicht einmal. Ich weiß noch was, was weiß sie noch? Sag sie mir's, ma Cousine. Weiß sie den Namen? Guten Freunde und schöne Namen melde ich mir, der ihnen hier recht gut ist. Ich freue mich auf Heiraten, freut er sich auch darauf, und er hatte leicht noch gar nicht dran gedacht, wo sie doch was anderes als der ledige Stand. Wie schön sind Wolfen noch, weiß der Wasser bleibt. Ich aber brauch erst einen Mann, dass ich was bin. Dafür bin ich dem Mann dann auch Kassier verschuldet. Mein Gott, wie schön und gut sie ist. Sie macht mich ganz verschwindet. Ich kenn Geheimnis und der
Personen von Stand. Hab's aus der Fürst in eigenem Mund. Und bei der Fanina sozusagen jetzt so zu der Verwandtschaft gehört. Mache keine Biene rum, Raffrano, dass sein Vater ein Streichmacher war, befindet sich dabei in guter Kompanie. Ha, ha, der Säge, Herr Marchese, ich selber explodier mich nicht. Jetzt lass uns stehen, der grobe Ding, und das ist mein zukünftiger. Und wenn lacht, so schlimm ich, ich war auch, oh mein Gott. Sie lieb, aber wenn er dir von nicht gefällt, schau nur den Land. Schalt dir von rückwärts an. Mit Blonden, da ist was sehen, was dir schon gefallen will. Ich werde mit Fingern messen, was ich dir schon sehen will. Möchte ich sehen, was ich dir schon sehen will. Und deine Mannen gekommen, dann aus. Ich sehe, was ich dir schon sehen will. 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 Was kannst du mit einem Blitz? Was kannst du mit einem Blitz? Denn jetzt vielleicht ist ein alter Tokaja. Raffanina, er weiß, was ich gehört. Servier dein alten Tokaja zu einem jungen Männer. Ich bin mit ihm zufrieden. Muss den Bagatell adeligen immer zeigen, dass nicht für unsresgleichen sich anziehen dürfen. Muss immer was von Herablassung dabei sein. Ich muss deine Linden sehr bewundern, hast wahrlose Weltmanieren, könnt seinem Ambassadeur vorstellen, heute noch morgen. Ich hol mir jetzt das Bier her, soll uns jetzt Konversation vormachen. Damit ich sie wie sie beschlagen ist. Nun plaudern sie uns eins, ihre Vetter Pavel, sag sie heraus, auf was sie sich halt in Reh am meisten freut. Wohin? Ah, wohin denk? Kommt sie da ganz nah zu mir, dann will ich ihr erzählen, wohin denk. Der Leibbrabel, das man gegen ihren Zeremonmeister sollt hervortun, mit Bipadu und Emotion. Wieder weg, auf Respekt. Wahrhaftig und ja, wir will mir das Messer. Mir auch nicht. Das sind sie, ihre ganz und gar wie ist mit denn? Das ist ein Herr, ja, und karisiert in ihrer Wahrheit, wenn's offer, als wär sie. Lang betraut, und das mit einer Fahrergrad, das Mist zu sein, ein Graf und Paul, das ist nix. Genius in der Heimarkese, Oberst Prozess. Für sie in Paris, wo noch die hohe Schule ist, hier manieren, gibt's frei nix, was an der jungen Eheleute geschieht. Wozu man nicht Einladung ließ ergeht, zum Zuschauen, ja, die König selber, wer nun ins Abendglas, das alle bürgerliche Neid damit verbiet, sie hat Familie, was alles aus Wittentil, dafür, wollt ihr mein Märchen Heder hin ausgeben, eines Zähls Recht, sei sie gut. In euch so wie am Schnür, ganz meinermaßen, Schulter wie Händer, Hut's morgen noch, das macht nix. Aber weiß, weiß mit einem Glanz, wie ich ihn estimier, ich hab ein Do, alle genau ist Glück. Ich will euch sogar Riesenschädel! Blut gar in die Wange, das was ich dir halt verbrennt. Das ist nicht recht, mein Freund. Ich bin nicht mehr lieber. Geht mit mich Macherei und Zärtlichkeit nicht halb so glücklich machen, meine Seele. Ich weiß nicht mehr, dass ich bin glücklich machen. Sie will es tun, ob sie daran erlenken oder nicht. Der Blut in Europa, mit Glas,
dass alle Bürger ich geneigt haben, mit verwirrt sich für die Familie, weil so mit so sind. Sie ganz sanft wird wissen, was ich bin zu ihr, ganz wie sie im Lidl heißt, kennt sie das Lidl? La, 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 ich dein alles werde. Jetzt der Liebe tät, Herr Schwiegersohn. Natürlich wird's erleben. Hab nix da wieder, wenn du ihr möchtest eigen machen. Vetter, jetzt oder künftig hin, ist noch ein Rechter, rühr nicht an, wenn racht's als Vetter, ich gebe sie nicht. Ist wie bei einem jungen, ungerittenen Pferd, hat uns jemand getraut. Letzter lieb so gut, wo fehlt er sein, in die Privilegium, zu Not, so noch in uns. Wäre ich allein mit ihm, dass ich ihn bitten könnt, dass ich ihn bitten könnt. Was ist, dass er mich bittet, mein Sachs, mir schnell um ein Wort, dass er mir halt hilft. Und er wird mir nicht helfen wollen, weil es halt sein Vetter ist. Nenn ihn Vetter aus Höflichkeit, Gott sei Lob und Dank, hab ihn im Leben vor dem gestrigen Tag ihn nie gesehen. Sind voller Brandweite Socken und gehen aufs Gesinde los, 20 Mal ehrgeiz Türken und Quarter. Holla von uns in Leuten, wo sind denn die? Ich auch, du siehst, was ich an tue.
ich will tun, nun sage mir's. Muss sie ganz allein für uns sein? Nein, steh wie für uns zwei, oh, sag es noch einmal. Für uns zwei, ich hab im Leben so was. Nun, besser wie sie sich. Mein
Gott, was soll ich sagen? Er wird mich nicht verstehen. Was werden wir ja sehen? Euer Liebten muss ich halt vermelden, dass ich in seiner Angelegenheit was Wichtiges verändert hat. Verändert? Ei, nicht, dass ich wüsste. Warum soll er es jetzt erfahren? Die Fräulein... Ei, er ist nicht froh. Er weiß zu profitieren. Mit seinen 17 Jahren, ich muss ihm gratulieren. Die Fräulein... Ich gerade den Licht. Ich seh mich selber, muss lachen über den Filo, den Pudeljungen. Sie ist wohl stumm und hat ihn angestellt für ihr Advokaten. Die Fräulein! Nein, nein! Ich bring den Mund nicht auf! Sprich er für mich! Die Fräulein! Die Fräulein! Die Fräulein, die Fräulein, die Fräulein! Die ist eine Kreuzerkomödie, wahrhaftig! Jetzt stoppiere ich, sonst reißt mir die Geduld! Die Fräulein! Sei er da, außer Sorg, wir schon lernen mich mögen. Komm sie da, jetzt nehm ihr gleich an ihrer Seite die Unterschrift zu geben. Um keinen Preis will ich am Vorhand das Leid. Ein hat sich lesen von deinem Kavalier, so viel zu verraten in Zeit und Ewigkeit. Die unten Red ist nicht gehauen und nicht gestochen. Erlaub sie jetzt! Wenn nur so viel in ihm ist von einem Kavalier, so wird ihm wohl genügen, was er gehört hat von mir. Gratulier sie sich nur, dass ich ein Aufzudrück daran mag sie erkennen, was ein Kavalier ist. Wird doch wohl ein Mittel geben, seinesgleichen zu bedeuten. Ei, schwerlich wüssten nicht. Ich mag die Berichten für einen Kavalier. Wahrhaftig wüsste ich, dass er mich respektiert. Und wär nicht verwandt, es wär mir jetzt so schwer, dass ich mit ihm nicht übereinander käme. Komm sie, geh zu meinem Vater, dort hinüber ist bereits der nähere Weg. Oh, er kommt vielmehr jetzt mit mir in das Haus, ist dort vielleicht ein Weg. Bewahre mir mir jetzt so nicht genehm. Lass mich den Notarin nicht warten. Wir gehen eine Frau für die Jungfrau verbraut. Ein Sultan, er hat eine dicke Haut. Ach, dort in der, was sie damit nimmt. Ich weiß jetzt in sein Gesicht. Mit Achtung für eine Filou, eine Mitgefeger, eine übertriebene Nächte und spitzige Wunde. Einen Kerl ohne Anstand und mich. Und wenn sein muss, gebe ich ihm. Was ich bin mit 17 Jahren schon wie ein voller Mundbergott. Doch Gott sei Lob, man kennt in dieser Stadt den Mann, der vor ihm steht. Heut bis hinauf zu Kaiserlicher Majestät. Man ist halt, was man ist, so brauch's nicht zu beweisen, dass das er sich gesagt sein und gib mir den Weg da frei. Wär mir wahrhaftig leid, wenn meine Leute dahin. Ach, wo stelle sich seine Bedingungen hinein zu fischen, in unseren Streit, wenn's die mir auch der Gnad im Turm weht. Was wird denn jetzt geschehen, so Gott in mir, und ich stehe in Wälder? Feuer, Dame, pfui, so sei doch gescheit. Polizei! 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 Polizei!
soll man sehen müssen. Die laufen um den Medikus geflogen. Meine 10 teuren Pferd zu doch jetzt. Ihr habt denn niemand von meiner Livree dazwischen vermögen. Friedrich, dafür ein Schockbaum, lange Lackel, dass mir solche Sort passieren muss. In meinem weichen Stockhalle hängt wohl von Eierliebten eines anderen Anstands mich versehen. Das schöne, freiherrliche Blut, was auf den Boden rinnt. Wobei so eine ordentliche Metzgerei. Oh, ein so ein Lump und hitzig Blut ist nicht zum Stillen. War mir von eurer liebten, hochgräflichen Gegenwort all hier wahrhaftig keine andere Freit gewertet. Er muss mich pardonieren, wenn er so maßen sehr betrübt über den Vorfall bin, aber außer Schuld zu einer mir gelegenen Tat erfahren allen Lippen und den Hirngang aus ihrer freien Tochter. Da möchte ich recht sehr bitten, sie von ihren Herzukünften, ich will nicht hoffen, denn mir keine Manier. Es ist nicht der Fall, sie mit nichten an dafür. Sieht ihn nicht an. Nicht mehr mit sie dafür um gnädigen Pardon. Sieht ihn nicht an. Nicht mehr mich um Pardon, liegt dort gestorben, steht bei ihr der junge Blamage. Auseinander, meine Ehe, alle Neid von mir, von Daviden und Klenkler, auf in der Ehe, Herr Medikus, stirbt mir womöglich. Sie haben ihn, möchte ihr Liebten recht in aller Devotion gebeten haben, scheine ich sich von hier zu retirieren und immer wieder zu erscheinen, hör sie mich. Sie heirat ihn, und wenn er sich verblutet, so heirat sie ihn als ein Mutter. Heirat den Herrn, und ich lebendig und nicht tot. Sperrt zuvor in meinen Körper mich ein. Ah, sperrt dich ein, sind Leute genug im Haus, die dich in Wagen tragen werden. Sprichst doch aus dem Wagen, ja, ich sitz neben dir und werde dich schon heuchen. Gib halt dem verrammelten Namen statt Antwort. Gib's nein, anstatt die Ja zur Antwort, ich steck dich in ein Kloster, statt der Bede. Als mir aus meinen Augen die Wahrheit als Morgen auf Lebenszeit. Ich bitte sie um Pardon, bin doch kein Schlimm. Thank you.
schon was zu trinken. Ein Wein, ein Bier, ein Hippogras mit Ingwer. So einen Herrn, so einen Herrn zu richten, miserable, so einen Herrn in meinem Stadtpalais. Sie heilen ihn und desto früher bin man's genug, ist bin man's genug, ist gut. Küss ihm die Hand für seine Güte und Nachsicht. Der weiß ihm aus, ich lauf, ich bring ihm ein großes Wett. Sein Aussatz was ich Satisfaktion ihm schuldig Spadi. Welcher Hundsbub das? Ich soll dich nur erwischen, erwischen, erwischen. Den Mundesfinger sperr ich ein bei meiner Süd. So afflamiert und also vehement.
so afflamiert. Weiß wie ein rechter Trotz, ich auf die Zahn, welcher lauter Feder bitten. Ich komm, es aber trink ich noch. Marschiere nur in dessen. Ein Federbett. Stunden noch bis Tisch, wer Zeit lang haben. Ohne mich, jeder Tod. Tasch, meine Brill. Nein, such sie nicht. Kann sie Geschriebenes lesen? Da. Herr Kavalier, wenn ihr den Abend hätte frei, sie haben mir schon voll nur geschaut, ob ich mich zum Schluss, sie wurde auch.
dreht sie ab in Essen. Schaff sie ein Schreibzeug in mein Zimmer hin, da drüben, dass ich die Antwort dann diktier. Thank you.
kam euer Gnaden noch weitere Befehle. Befehl, Herr Richter, ein größeres Zimmer. Befehl, Herr Richter, und die Schwere selber. Herr Schwyz, macht mir das Mahlwerk verrückt. Was will die Musi? Hab's nicht bestellt. Schaffen viel Leis, dass man sie näher hört. Im Vorsaal da ist Tafelmusi. Lass ihr die Musi, wo sie ist. Was ist das für ein Fenster da? Ein blindes Fenster nur. Darauf der Fragen her. Halt! Wollen die Maikäfer dort? Servier eure Gnaden! Brauche niemand nicht! Fangt euch! Servieren wir mein Kammerdiener da ein Schinken, tu ich selber! Versteht ihr? Verkehr. Wenn du mir hilfst, die Rechnung runterdrucken, dann fällt das aus für ihn. Kost sicher hier ein Mattergeld. Schon sehen. Jetzt komm sie, setz sie sich schön, kommt gleich wir mitten essen. Hat sie denn keinen Hunger nicht? Vaterwort, sie hat doch einen Kavalier vor sich und keinen Saffensierer. Ein Kavalier lässt alles, was ihm nicht konveniert, da draußen vor der Tür. Hier sitzt kein Bräutigam und keine Kammerjungfer nicht. Hier sitzt mit seiner Rolle schützen ein Verliebter beim Soupier.
sie ist allmählich einem Gott verfluchten Kerl. Ake, des Pobillon entkehrt. Hat sie den nicht gesehen? Na, ist ja nix. Da ist nix. So, und da ist auch nix. Ihr Gesicht und da ist nix. Mir scheint, ich hab die Kongression. Mit Gewalt.
macht sie der Wein leicht immer so. Ich ganz bis ihr wieder, das aufs Herz ihr trug. Jetzt wird's frei, mir ein bisschen von mir, Herr Wirt? Was will der dort? Und der, und der, und der? Der Teufel frecke dir sein Gott verfluchtes Extrazimmer! Er mag mich zu verleihen! Er tut das aber mich nicht tätig kennen! Ist auch lebendig? Ich habe hofft den Gott, das Mädchen, das ist wahr, was mir berichtet wurde, er wird ein zweites Mal heiraten. Oh, der in Gott, ein zweites Mal, ein wie ich es war. Bin ich im nahen Turm, bereits im Moment, bin ich aber rund von Lächeln auf, oder bin ich es nicht? Ja, ja, du bist es. Bin ich bei und mir? Und so wahr, als du es bist, ist es eine Kerze? Bin ich es auch? Ist das eine Serviette? Und du erkennst mich wohl, Leopold, Leopold, bedenk. Oh, die arme Frau. Am Turm von Leopold. Die arme Frau, warum? Oh, oh, oh. Oder in kaiserlicher Hauptstadt? Polizei! Herauf da! Polizei! In Ordnung herzustellen oder der Staatsperson mein zu mir! Pack mir vom Hals, ich will ihn
groß opieren, wer ist der Herr? Was gibt dem Herrn Befugnis? Ist er der Wirt? Dann halte sich gefällig still und warte, bis man ihn vernehmen wird. Wo ist der Wirt? Bitte, mein Oberkommissarius, schön zu rekommandieren. Die Wirtschaft da, rekommandier den schlecht. Der Richter jetzt, Kommissar, von Anfang. Der Herr Baron. Der große Dicke da, wo hat er sein Ruckel? Los, von wohin? Ist der Herr Baron von Lerchenau. Genick nicht. Was? Hat er Personen nahebei, die für ihn Zeugnis geben? Gleich bei der Hand. Doch, man sieht den wieder jeder. Ich kann zu sehen, Mick, ich weiß nix. Die Herr kann sein Baron, kann sein noch nicht. Ich weiß wohl nix. Das ist ein Schock. Welches Luder, falsches. Fürs erste moderiert er sich. Oh mein Gott, die Gewehr würde ich sinken. Einige Wunder von Variantnamen. Niemand, Sie stehen unter meiner Protektion. Derselbe wird bald eine Protektion sehr nötig haben. Wer ist das junge Ding? Was macht sie hier? Ich will nicht hoffen, dass er ein gottverdammter Debuschierer und Verführer ist. Er kennt es ihm schlecht. Er ging. Wie kommt er zu dem Mädel? Antwort will ich. Die geht's los. Herr Wirt, was ist da? Was für ein Handwerk treibt denn er? Wenn ich Personen vom Stand zum Speichern oder Nachbarn habe. Halt den Mund, die nehme ich später vor. Jetzt zähle ich noch bis drei. Dann will ich wissen, wie er da zu dem jungen Bürgermädchen kommt. Ich will nicht hoffen, dass er sich einen falschen Aussaat wird unterfangen. Wird wohl kein Anstand sein bei ihm, Herr Kommissar, wenn eine Standsperson mit seiner liebverlobten Braut um 9 Uhr abends ein Souper einnehmen tut. Das wäre seine Braut, gib mir den Namen an vom Vater und Logie. Wenn seine Angabe stimmt, dann mag er sich mit der Jungfer retirieren. Ich bin wahrhaftig nicht tot in dieser Weise. Er sein Aussag, bricht sie andere Seiten auf. Wird nicht mankieren. Ich, Jungfer von Inal, Sophiana Barbara, eheliche Tochter des Wohlgeborenen von Faninal, wohnhaft am Hof im eigenen Palle. Zur Stelle! Was wird von mir gewünscht? Wie sieht er aus? War mir vermutet, nicht zu dieser Stunde in ein gemeines Weißel debaschiert zu werden. Er hat ihn hier debaschiert in drei Teufel. Was soll mir die Sorgen befragt, Herr Schwiegersohn, woher mir hier die Tür einrennen lässt mit Botschaft? Ich soll sehr schnell herbei und ihnen eine Übellage suggerieren, in die er unverschuldeterweise geraten ist. Wer ist der Herr? Was schafft der Herr mit ihm? Nichts von Bedeutung, ist bloß ein Bekannter. Wählt sich der Zufall hier im Gasthaus auf? Der Herr gibt seinen Namen an. Ich bin der Edle von Faninal. Somit ist dies der Vater. Bei Leib gar nicht die Spur. Ist er verwandert, ein Bruder, ein Neveu. Der wirkliche ist noch einmal so dick. Was geht hier vor? Wie sieht er aus? Ich bin der Vater, freilich. Das Weitere findet sich, verzieh er sich. Ich muss von bitten. Euer Heim, in Teufelsnamen. Mein Arm und Heer, in einen solchen Handel zu medieren. Der Schwiegersohn. Seid ihr fix? Benennt mich also nur im Spaß. Ja, ja, bin ich schon, er erkennt demnach in diesem Herrn seinen Schwiegersohn. Sehr wohl, wieso sollte ich ihn nicht erkennen? Leicht, weil er keine Hohe nicht hat. Und er erkennt nunmehr wohl auch in diesem Herrn wohl oder übel seinen Schwiegervater. So, so, na ja, wird schon dasselbe sein. Wo heute den ganzen Abend noch nicht recht benannt. Kann mein Augen heilig fragen, muss ihm sagen, es liegt hier was in der Luft, man kriegt die Kondition davon. Dagegen wird von ihm die Vaterschaft zu dieser ihm verbannt im zugeschobenen Tochter geleugnet. Meine Tochter, da der Fetzen gibt dich für meine Tochter aus. Im Spaß, ein purer Missverstand, der Wirt hat dem Herrn Kommissar uns da was vorerzählt von meiner Brautschaft mit der Faninal. Kein Wort, der Kommissar, muss von deiner Aussage. Das Weichel erretieren, kommt der Plan. Wird ausgepeitscht, wird eingekastet in ein Kloster. Ich meine Aus auf morgen in der Früh, ich träg mir alles auf. Wer weiß, was er mir schuldig ist. Laut einer Aussage.
meine Tochter soll herauf, sitzt unten in der Tragschiss, im Galopp herauf. Das sei mir teuer, bring ich vors Gericht, es war ein Rechner, wohl der Watsch, nur nix und wieder nix. Ich habe lieb, bald der Rest Geduld, sein Schwiegersohn zu sein Brüllen, der gibt mir Marieke. Mein Marieke will ich sehen. Die Frau mitsamt die Kinder, da das Weibsbinder flinker hat dazu. Nein, das bist du, laut eigener Ausschlag. Du, Messi, die Erden sind, was hab ich auch? Mein Herzensfrau, sieh mich nicht an dafür. Sieh die nicht an dafür, sieh die nicht an dafür, mein schöner Narr, ich trau mich nicht mehr im Grab. Kein Hohn, nimm her ein Stückchen Brot von mir. Wir sind da, 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 da, aus dem Keller, aus der Luft, die ganze Wiener Stadt. Oh, wer viel Luft, mir wird nicht gut, und zählst du... Los, es jetzt gut sein, war doch Spaß. Ich sag ihm später, wer das Mädel ist. Gib ihm mein Wort, ich heirat sie, wahrscheinlich auf einmal. Dahin in Gott, das Klumbrett ist zum Staat. Doch sieht er, wer ich bin und wer ich nicht bin. Ich geh nicht mit dem Herrn. Ich heirat sie, verhält sie sich mit mir. Sie wird der Frau Baronin. Gefreut sie mir! Herr Kommissar, ich gebe was zu Protokoll. Aber der Herr Baron darf nicht zuhören dabei. Kenn ich das Weibchen dort? Auf ihr, auch beim Essen. Hab keine Ahnung, was es will. Hältst du dich selber um die Polizei? Was geschieden dort, ist wohl nicht möglich los. Der Lacke, das heißt der Schickpolizei. Nicht eine Jungfer, in meiner Protektion. Es will mich, hoffe mir sind rein zu reden. Marschall!
Zum Sakra in den Dort. Die Zeit, Kreuzelement! Kann sie nicht warten, bis es man ihr rufen wird? Meint sie, dass sie hier im Beißel präsentieren wird? Find ihn ein bisschen impressiert, Frau, kann mir wohl denken, wer sie ist. Find sie charmant, ihr wird mich keinen Menschen auf der Welt nicht präsentieren, die wollen nicht mit ihm. Und mein Herr Vater lasst ihm sagen, wenn also bald die Frischheit sollte treiben, dass man seine Nase nur erblicken täte auf 100 Schritt von unserem Stadtpalais, so hätte sich die bösen Folgen selber zuzuschreiben. Das ist, was mein Herr Vater ihm vermelden lässt. Komm, die Backe, was ist das für eine ungezogene Sprache? Wie von Ihnen all ich muss. Du verstehst es nicht. Bin mir alles vorgefallen. Ergeben und vergessen sein zu lassen. Lass ihn nur gut sein und verschwindet er auf eins, zwei. Wieso denn? War er sein Dignité und war er an? Ich? Was? Mach ihr bon mit am Moment. So bleibt ihr quasi doch noch eine Standsperson. Ihr seht, Herr Kommissar, das Ganze war halt eine Farce und weiter nichts. Genügt mir, retiriere mich ganz gehorsam. Das Ganze war halt eine Farce und weiter nichts. In gar nicht willens. Mokuse bedeuterin. Möchtet er bitten? Wer? Was? Sein Gnaden, der Graf Refredo. Wer denn sonst? Ist schon das so. Habt nur von dem Gesicht, sind doch nicht meine Augen schuld. Ist schon am Wandel. Ist eine wählerische Maskerade und weiter nichts. Aha. Ist eine wählerische Maskerade und weiter nichts. Spielen alle unter einem Leder gegen meiner. Ich hätte ihm nicht gewünscht, dass ihr mein Marianne in der Wirklichkeit ihr hätte debauchiert. Hab jetzt einen montierten Kuh. Ganz im Allgemeinen
Staunen nicht heraus. Der Feldmarschall, Octavian, Mariandorn, die Marschallin, Octavian. Weiß bereits nicht, was ich von diesem Ganzen quipro quo mir denken soll. Er ist, meine ich, ein Kavalier. Da wird er sich halt gar nichts denken, das ist, was ich von ihm erwart. Bin von so viel Finesse charmiert, kann gar nicht sagen, wie hier ein Lärchen auer war noch nie. Ein Spiel verderber nicht, find delicious das ganze Quiproquo. Bedarf aber dafür nun mir um ihre Protektion, bin willens alles vorgefallene vergeben und vergessen sein zu lassen. Gib mir, darf ich den Fadinal? Er darf in aller Stes kriterieren. Versteht er nicht, wenn eine Sache ihn entfällt? Die ganze Brautschaft kommt nach Fell und alles sonst, was drum und dran hält, ist mit diesem Stimmbar bei. Was drum und dran ist mit dieser Stund vorbei. Mit dieser Stund vorbei. Mit dieser Stund vorbei. Entschuldigen euer Gnaden, uns in die Herzen ab.
französisches Haus, Herze, Herr, entschuldigen, ein Graden, entschuldigen, ein Graden, entschuldigen, entschuldigen, ein Graden, thank you.
Ich weiß nicht, was euer Gnaden meinen mit der Frag. Ihr blass Gesicht gibt schon die rechte Antwort drauf. Wäre gar kein Wunder, wenn ich blass bin, euer Gnaden. Hab einen großen Schreck erlebt mit meinem Vater, gar nicht zu reden vom gerechten Emportement gegen den skandalösen Herrn Baron. Bin euer Gnaden in Ewigkeit verpflichtet, dass mir die Ruhe Hilf und Aufsicht. Etwa eine Medizin. Ich gehe jetzt da hinein zu ihm und lade ihn ein mit mir und ihr und dem Herrn Grafen nach in meinen Magen heimzufahren. Meint sie nicht, dass ihn das rekrieren wird und allbereits ein wenig munter macht? Euer Gnaden sind die Güte selbst. Und für die Blässe weiß vielleicht mein Vetter da die Medizin. Marita res,
sind alter Sohn.